Ja, Olympia ist, glaube ich, das größte Event für jeden Sportler. Ich glaube, da arbeitet jeder Sportler hin, will jeder Sportler auch mal hinkommen. Es ist nur alle 4 Jahre. Ja, für mich ist es was ganz Besonderes und juckt mich jetzt noch ein bisschen mehr, dadurch, dass ich vor 3 Jahren eben nicht dabei war. Wir haben auch ein paar Schlachten geschlagen, dann in der Bezirksliga und Hessenliga und Oberliga. Mit meinem Opa habe ich sogar noch doppelt zusammengespielt. Da musste ich immer die Bälle aufheben, weil er sich nicht mehr so bücken konnte. Mein Papa habe ich doppelt gespielt. Mit Timos Papa habe ich trainiert. Also ja, war schon ganz besonders hier. Also ich habe schon immer sau gerne mit meinen Eltern, haben wir den ganzen Sommer eigentlich immer durchgeguckt, auch im Urlaub, in den Sommerferien. Da habe ich schon immer gesagt, da will ich auf jeden Fall auch mal irgendwie hin. So richtig glauben tut man als kleines Kind vielleicht noch nicht so dran, aber da wollte ich immer hin, das war immer mein Traum. Und ja, 2016 habe ich ja schon mal Luft schnuppern dürfen und da habe ich dann gemerkt, dass ich auf jeden Fall da auch mal als Spieler dabei sein will. Also die ersten 3 Tage in Rio im Dorf, da wusste ich gar nicht, wohin mit meinen Gedanken. Also da war so viel Trubel und du siehst so viele Menschen und allein in dem riesen Essenssaal für, keine Ahnung, 3000 Leute. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Also ich war ziemlich froh, als ich dann da war, dass ich nicht direkt spielen müsste oder musste, weil da ist man schon sehr abgelenkt. Also es ist auf der einen Seite super cool und super, ja, die ganzen Sportler irgendwie zu sehen. Man kennt sich auch untereinander ein bisschen. Aber wenn du dann selbst spielen musst, musst du dir schon irgendwie die Klappen aufsetzen und versuchen, da abzuschalten und nicht so viel rechts und links zu gucken. Klar, ist ein besonderes Turnier, klar. So European Games habe ich auch noch nie gespielt, also ist auch mein erstes Mal. Aber es wird, denke ich, so ein kleineres Olympia. Und da ich jetzt 2016 zumindest schon mal dabei war, weiß ich auch so ein bisschen, worauf ich mich da einstellen muss. Und deshalb freue ich mich da eigentlich drauf. Mit der Mannschaft, ich denke, da ist die Priorität auch ganz klar drauf, dass wir da auf jeden Fall das Turnier gewinnen müssen, dass wir auch dann nicht durch diese Mühlen von der Qualifikation dann später gehen müssen, wo es dann auch echt dann Zitterpartien werden können. Ja, und im Mix gehe ich ja noch an den Start. Da würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit der Patty auch schon das Ticket irgendwie lösen. Wenn wir so gut spielen wie bei der WM, denke ich, haben wir auch eine realistische Chance, dass wir das schaffen können. Ja, ich krempel mir die Ärmel hoch, auch in Minsk jetzt wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, weil mir das ein bisschen weit ist und mich das ein bisschen stört. Deshalb habe ich mir schon was überlegt und krempel die ein bisschen hoch und ja, werde dann hier mit Nadeln das befestigen. Das kann der Rossi dann immer vorm Spiel machen und dann stört es mich auch nicht. Hier fühle ich mich schon sehr, sehr wohl. Ich fühle mich in Saarbrücken auch sehr wohl. Aber ja, hier hast du deine Freunde von der Schule, hier hast du deine Familie, hier hast du irgendwie so ein gewohntes Umfeld, wo auch erstens viele Erinnerungen drinstecken, aber wo man sich auch einfach komplett auskennt, wo ich weiß, wann ich wo was bekomme und so weiter. Also deshalb bin ich eigentlich vor jedem Großereignis immer ein paar Tage in der Heimat, gucke, dass ich mit Timo gut trainieren kann. Und sonst, ja, mache ich ein paar Dinge, treffe Familie und Freunde, wo man sonst vielleicht nicht so Zeit hat, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Alle 4 Aufschläge falsch. Das war ein Videobeweis hier. Ich habe die Kamera.